So. Dann schauen wir doch mal. Neue Cat, neue Kämpfe. Alle erwischt. Wie alle erwischt? Wir haben noch gar nicht angefangen. Oh, ich glaube, ich stehe etwas exponiert hier. Kommt er auch noch raus? Nö. Dann machen wir das eben so. Okay, den hätten wir. Ich gehe erstmal kurz in Deckung. Was willst du denn hier? Also bitte. Schnauze! Heieiei, was ist denn hier los? Ich glaube, wir bleiben mal kurz in Deckung. So, jetzt geht's los! Oh, da war schon hinüber. Heieiei, der will es aber wissen. So, kümmert ihr euch mal um den Rest, genau. Okay, sehr schön. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir. Und wir sehen uns mal ganz kurz um. Gibt es hier noch irgendwas von denen zu holen? Haben wir vielleicht wieder eine Konsole? Diese Konsole kann gehackt werden, Pathfinder. Ah, das will ich doch hören, das will ich hören. Wo haben wir die? Ah, hier. Einmal drumherum gelaufen. Das Kontrollzentrum meldet, dass 20 Shuttles startklar sind. Dieser Diener rät respektvoll dazu, sie nach Eos zu schicken, wo sie die neuen Kömmlinge vernichten werden, ehe sie zu rasch wachsen können. Der Zugangscode ist beinahe vollständig. Wie viele Konsolen brauchst du noch? Eine dürfte genügen. Okay, das klingt gut. So, halt, hier gehen wir erstmal kurz ein bisschen unsere Vorräte wieder aufstocken. Zack, Munition hauptsächlich. Oh, Überreste, sieh mal an. Mir scheint, Ryder ist kalt. Hört ihr, dass wir immer so am Keuchen ist? So, dann verziehen wir uns... Ja, ich wollte gerade sagen, verziehen wir uns mal wieder in den Nomad. Wir wollen ihn ja nicht vollkommen auskühlen lassen hier. So. Da drüben leuchtet es rot. Das heißt, das wird unser Ziel sein gleich. Ich will nur noch mal kurz ein bisschen aufklärerisch tätig sein hier. Aber hier ist auch nichts weiter. Das heißt... Wir können uns eigentlich direkt nach Hijara weiter bewegen. So. Was ist das denn hier von? Was bist du denn? Wieso sind Sie da? Wir im Allgemeinen oder ich? Sie, Petra. Aus demselben Grund wie alle anderen auch. Ich habe die Versprechungen geglaubt. Sie müssen ziemlich überzeugend gewesen sein. Passt das denn? Das will ich doch hoffen. Und ich habe es erlegt. Dreimal anfahren hat genügt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Da drüben wäre noch ein Tierchen. Ich bleib dann doch mal ein bisschen fern von denen. Das sah gerade sehr interessant aus, das Tier. Hat mich so ein bisschen an Drachensnapper aus Gothic erinnert. Okay, hier drüben ist schon wieder ein Catwagen. Weiß nicht, ob wir uns den vielleicht mal anschauen wollen. Wobei... Wie ist denn das jetzt? Lädt sich meine Lebenserhaltung wieder auf? Naja, langsam. Nicht so richtig. Diese Reliktstätte verfügt über Verteidigungsmaßnahmen, Pathfinder. Reliktstätte? Moment, wir gucken mal kurz auf die Karte. Hier ist gar nichts eingezeichnet. Ich wollte jetzt eigentlich nach Hijara. Na gut, wir fahren mal kurz hier hoch noch. Ich hoffe, die Angara wissen, dass wir nicht wie die Cat sind. Ich hätte sie nur ungern zum Feind. Sie sind ein zäher Haufen. Ich und viele andere haben nie eine Welt ohne die Cat kennengelernt. Der Widerstand kämpft, damit unsere Kinder vielleicht eines Tages frei sind. Hm. Ein Angaraner bei einem Catwagen tot, im Schnee verbuddelt. Das ist irgendwie komisch, aber scheint keinen zu interessieren. Also, gehen wir doch mal weiter einfach. Ah, hier drüben ist die Reliktstätte. So, oh Gott, geht's ja gleich los, Mensch. Das ging aber schnell.
So, den hätten wir. Ich muss sagen, es ist immer gut, wenn man den Nomad noch so ein bisschen als Deckung hat. Das gefällt mir echt gut. Oha. Kurze Deckung, könnte nicht schaden. So, die hätten wir auch. Und zudem gehen wir vielleicht mal so hin. Zack. Einmal mit dem Hämmerchen drauf. Den holen wir uns so. Und dann sieht es doch schon relativ ruhig aus hier, oder? Mal kurz in den Nomad gestiegen. Auch um unsere Lebenserhaltung wieder aufzumöbeln. Ja, das sieht schon etwas ruhiger aus jetzt hier. So, schauen wir mal, was wir hier so holen können. Ein Behälter. Mit ein paar Materialien, aber ansonsten scheint hier nichts weiter zu sein, wie es aussieht, oder? Ist hier irgendwas für uns? Können wir mit dem Relikt irgendwas anfangen? Sieht gerade nicht so wirklich aus, danach aus, ja? Weiß nicht, ob wir draufklettern können vielleicht? Na, komm, spring doch drauf, Mensch! Stell dich doch nicht so an! Ah, so wollte ich das, aber hier oben ist auch nichts, leider. Nö, gar nichts, gar nichts. Na gut, dann wieder zurück zum Nomad. Und dann wollen wir uns mal auf ins Warme machen, also ins minus 30 Grad Warme. Was ja hier offenbar schon das Maximum zu sein scheint, was man bekommen kann. So, schauen wir mal. Sie sind im Kampf so verwegen und trotzdem leichtfüßig. Ah, es ist wie ein Tanz. Man lernt so einiges, wenn man gezwungen ist, ständig zu improvisieren. Ja, ich habe schon den einen oder anderen Tango hingelegt. Hat er sie gerade umworben, sozusagen? Oder sie angeschmachtet? Ich finde ihn lustig. Ich finde Jal super. Aber gut, wenn er eben sehr emotional ist, nicht wahr? Ah, da drüben ist die Station, okay. Das heißt, hier, wo wir jetzt sind, gibt es eigentlich noch nichts. Ich will mir nur mal kurz anschauen. Ist hier irgendwie eine Leiter oder sowas? Ach nee, das ist bloß ein Stützgerüst. Okay. Hui! Okay. Wir haben die Hijara-Station gefunden. Die sich hauptsächlich mit der Geologie von Vogt beschäftigt. Sehen wir nach, ob hier jemand Hilfe braucht. Auch hier steht wieder ein Kettwagen rum. Oder ist das gar kein Kettwagen? Nun denn. Hier drüben müssten wir irgendwo jetzt die Sonde hin platzieren können. Moment, ich schau mal kurz auf die Karte. Nicht, dass das noch ultra weit ist. Nee, sollte gleich hiervon sein. Hier so irgendwo, nicht wahr? Ach, da unten. Automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Jo, super. Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Wunderschön. So freut mich das doch. So, wir gehen mal kurz ins Terminal. Aufklärungspostenprotokoll aktiviert. Ja, ja, schön, schön. Koordination mehrerer Einsätze. Moment mal kurz. Oh, es hat angefangen zu regnen. Na sowas. Ein Sommergewitter. Sehr schön. Gut. Ich weiß nicht, muss ich hier noch irgendwas machen, um tatsächlich meine Energie aufzuladen? Oder wird das jetzt automatisch gemacht? Wer weiß. Wir gehen jedenfalls mal hoch zur Station. Ja, das ist in Ordnung. Ich habe gerade erst meine Lebenserhaltung wieder aufgemöbelt. Wo muss ich denn? Da muss ich hin. Job, den ich mal hatte. Wir haben auf einem Eisplaneten nach E-Zero gebohrt. Ich schätze mal, irgendjemand hier wird schon wissen, wofür dieses Eis gedacht ist. Soweit ich weiß, bohren die Forscher hier in das Eis, um es zu untersuchen. Die Taxi ist schon wieder eingefroren.
Wie kann das sein? Könnte an einem Problem mit dem Enteisungssystem liegen. Ich sehe es mir mal an. Hi, Jared. Möchtest du mit mir reden? Ja, danke. Ich habe Ihr Schiff landen sehen. Ziemlich beeindruckend. Dasselbe wollte ich Ihnen gerade sagen. Ist das Ding von den Cat? Aber sicher. Bei unserer letzten Ausgrabung haben die Cat unseren Landcruiser zerstört. Also habe ich beschlossen, auch etwas von Ihnen umzubauen. Ausgleichende Gerechtigkeit. So ist das richtig. Sie haben die Cat bestohlen? Sie sind meine Heldin. Ich habe gehört, Sie machen noch viel mehr, als sie einfach nur zu bestehlen. Das ist richtig. Aber man darf ja mal so ein bisschen Smalltalk halten und die anderen auch bewundern, oder? Ist es hier draußen normal, dass man Maschinen der Cat einsetzt? Nur wenn wir darüber stolpern. Oder sie stehlen. Meistens halten wir uns von ihren Sachen fern. Könnte schließlich eine Falle sein. Sie stellen Fallen auf? Manchmal präparieren sie ihre Maschinen, damit sie explodieren. Und legen sie uns als Köder vor die Nase. Man könnte meinen, sie wären clever. Aber das haben sie von uns gelernt. Das klingt nach einem verdammt schmutzigen Krieg, den die hier führen. Was machen sie hier draußen sonst noch, außer Fahrzeuge zu verschleppen? Ich war Bauingenieurin auf Aya. Jetzt repariere ich hier die Forschungsausrüstung. Erst entwirfst du einen Aquädukt und plötzlich steckst du bis zu den Ellenbogen in einem Eisbohrer. Das ist eine große Umstellung. Ich würde um keinen Preis tauschen wollen. Es ist hart hier draußen, aber jeder Tag ist aufregend und spannend. Außerdem kommt Aya auch ohne mich zurecht. Aber die Hijara-Station braucht mich. Arbeiten Sie auch mit Relic-Tech? Nicht wirklich. Ich kann sie nicht aktivieren, also wäre es ziemlich sinnlos. Aber diese riesigen Strukturen mit den Lichtern sind schon faszinierend. Ich würde zu gerne mal in eine davon reinklettern und damit herumspielen. Falls Sie daran interessiert sind, Sie sind nördlich von hier. Danke für die Info. Ich gehe dann mal. Man sieht sich. Das wäre dann wohl das, wo wir gerade schon waren, oder? Aber da konnten wir nicht so viel mit anfangen. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Okay, ihr seid bloß irgendwelche Wachen. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Musst du mir das tatsächlich jedes Mal sagen, Sam? Magst du es nicht scannen? Achso, Scan abgeschlossen. Ach, ich bin auch blöd. So, aber hier, das nehmen wir dann noch gern mit. Etwas Iridium für uns. So, ich glaube, ich gehe jetzt nochmal kurz hier unten lang. Wir können nicht einfach eine ganze Cat-Basis angreifen. Ach klar. Ist Nirsch also auf? Er war dein bester Freund. Nein, ich sage nur, dass wir darüber nachdenken müssen. Wir sollten Baxel kontaktieren und einen ordentlichen Plan machen. Bis du mit dem Denken fertig bist. Sie sind das Alien, von dem die Leute reden. Einige sagen, wir können ihnen nicht trauen. Aber wenn sie hier sind, um gegen die Cat zu kämpfen, ist das für mich völlig ausreichend. Das höre ich gern. Du hast deine Entscheidung über mich sehr rasch getroffen. Ertappt. Ich hatte gehofft, wenn ich ihnen schmeichle, dann helfen sie mir, meinen Onkel Nirsch zu retten. Du musst Ryder nicht manipulieren. Irgendwas musste ich versuchen. Wenn die Cat Nirsch aus dem Arbeitslager verlegen, finden wir ihn nie wieder. Werden Sie es tun? Werden Sie mir helfen? Wozu brauchen die Cat ein Arbeitslager? Für verschiedene Dinge. Sie sperren die Leute dort in Käfige. Manchmal lassen sie sie auch arbeiten. Sie sammeln Angara. Wenn sie genügend haben, bringen sie sie weg. Und manchmal töten sie sie auch einfach. Mein Vater ist so gestorben. Das tut mir sehr leid. Es muss Ihnen nicht leid tun. Aber sorgen Sie dafür, dass ich nicht noch mehr Familienmitglieder verliere. Ich hole deinen Onkel raus. Hier ist der Nav-Punkt des Arbeitslagers. Bitte beeilen Sie sich. Nirsch hat vielleicht nicht mehr viel Zeit. Das kriegen wir schon hin. Was ist... Sind das einfach nur Stürme? Okay, ich glaube, es sind bloß Stürme, die beleuchtet werden. Das sieht doch etwas merkwürdig aus, muss ich zugeben. So, können wir denn hier hineingehen? Ja, können wir. Einen Temperaturabfall. Halt die Klappe, Sam. So, hier drin sieht es schon etwas gemütlicher aus. Temperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Probe zu nehmen. Das Eis ist zu dick. Mit einer besseren Ausrüstung wären wir seit Tagen fertig. Fragen Sie doch mal Umbral danach.
So, kann ich jetzt mit dir reden oder nicht so? Es ist manchmal ein bisschen seltsam. Ich habe schon gehört, dass ein Alien in der Widerstandsbasis eingetroffen ist. Und da sind sie. Ich wünschte, ich hätte Zeit, mich zu unterhalten. Aber ich muss dieses himmelsverfluchte Stück Schrott zum Laufen bringen. Es empfängt schon seit Tagen merkwürdige Interferenzen. Ich kann unseren Kollegen in Telera keine Daten schicken. Kann ich irgendetwas tun? Ja, vielleicht. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie sich mit unseren Maschinen auskennen. Ich brauche eine Pause, bevor ich noch jemanden umbringe. Wenn Sie wollen, können Sie sich gerne daran versuchen. Unbedingt. So, die Ausrüstung untersuchen. Wo ist die denn, die Ausrüstung? Das habe ich jetzt irgendwie gerade nicht mitgekriegt. Ach, hier. Ein hochleistungsfähiges Kommunikationssystem, das vermutlich für planetenweite Übertragungen genutzt wird. Das ergibt Sinn. Gibt es irgendwelche Hinweise auf diese Interferenzen, von denen der Forscher gesprochen hat? Ich empfange ein Signal. Es ist nur schwach, aber diese Ausrüstung ist enorm empfindlich. Pathfinder. Ich erkenne in dem gesendeten Signal außerdem ein regelmäßiges Muster. Es könnte künstlichen Ursprungs sein. Du meinst doch nicht etwa die Cat? Soll das heißen, die Cat stören unsere Kommunikation? Dem müssen wir nachgehen. Das sollten wir besser tun, glaube ich. So, aber jetzt sollten wir dann doch mal hier hinten reingehen. Was ist das denn? Ein Eisblock! Ach, tatsächlich! 3% Salz drin, okay, krass. Ich bin mir so gut wie sicher, dass hier etwas ist, Janeth. Sie wurden vermutlich von der Geißel beeinflusst. Die Mikrobenvarianz in der äußersten Schicht ist vollkommen anders. Sie weisen Spuren von 4 verschiedenen Radioisotopen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier irgendetwas gibt, das für Sie von Interesse wäre. Meinst du? Wieso nicht? Soweit ich weiß, ist das hier eine Forschungsstation. Und ich interessiere mich für explorative Wissenschaft. Das hatte ich nicht erwartet. Das hat mir niemand über Sie erzählt. Also, brauchen Sie irgendetwas von mir? Erzähl mir doch mal ein bisschen, was ihr hier so macht. Sie hatten irgendwas über Eisflüsterer gesagt? Lassen Sie das niemanden hören. Diese alberne Geschichte kam vor Jahren auf, als Dinor und ich noch in Astraya zur Schule gegangen sind. Reden Sie mit Dinor. Er weiß mehr darüber, wie diese Legende entstanden ist. Was machen Sie mit diesem riesigen Eisblock? Er wurde unter Hejara herausgeschnitten. Wir befinden uns direkt über einem Binnenmeer und das Eis reicht tief, sehr tief. Alles unterhalb der obersten Schicht stammt aus einer Zeit vor der Geißel und wurde perfekt konserviert. Wir können aus der Zusammensetzung der tieferen Schichten vieles lernen. Dort finden sich Mikroben, alte Lebensformen, alles unberührt von der Geißel. Und das solltest du jetzt einsammeln, denn wenn wir dann einmal die Atmosphäre geändert haben, wird wahrscheinlich alles wegschmelzen mit der Zeit. Ich will sie nicht länger stören. Wie bedauerlich, dass uns die Cat nicht dieselbe Höflichkeit entgegenbringen. So, ist das andere denn jetzt der Typ, mit dem ich reden sollte? Nee, ne? Warum steht ihr ineinander? Das ist irgendwie weird. Okay, du bist das aber auch nicht? Nope. So, dann sollten wir jetzt mal hier hochgehen, glaube ich. Pasi, Mensch, an jeder Ecke steht hier jemand, mit dem man reden kann. Das ist ja Wahnsinn. Das hier ist nicht Havarl. Wenn du zu lange da draußen in der Dunkelheit bleibst, wirst du schwach, krank oder Schlimmeres. Es ist also schlecht, schon verstanden. Aber wie bleibe ich am Leben? Indem du deine Deckung verlässt, sobald du Sonnenlicht siehst. Nimm so viel davon in dich auf, wie du nur kannst. Dann bin ich ein leichtes Ziel. Aber nicht lange. 5 Minuten im Freien reichen schon. Anschließend versteckst du dich wieder. Der Mensch hört uns zu. Sind Sie hier, um sich von der alten Pasi ein paar Überlebenstipps zu holen? Ich glaube, deine Überlebenstipps sind jetzt nicht unbedingt anwendbar für mich, oder? Wieso benötigt Ihre Spezies Sonnenlicht? Wir ziehen Nährstoffe aus der Solarstrahlung. Sie helfen uns, konzentriert zu bleiben und können sogar kleinere Verletzungen heilen. Aber wir müssen uns versteckt halten, damit uns die Cat nicht entdecken. Sie klingen wie eine Expertin und ich würde gerne überleben. Was ich lehren kann, würde Ihnen nicht helfen. Ihre Biologie unterscheidet sich von unserer. Ihr Körper kann keine elektrische Ladung speichern. Werden Sie krank, wenn Sie zu lange ohne Sonnenlicht auskommen müssen? Wenn wir ihm nicht regelmäßig ausgesetzt sind, ist das eine Belastung für unseren Körper. Wird sie zu groß, nützen wir niemandem etwas. Der Widerstand braucht mich im Vollbesitz meiner Kräfte.
Viel Glück da draußen. Ich bin soweit, Pasi. Nicht so schnell. Du weißt immer noch nicht, wie du die Entwicklung des Wetters vorhersagen kannst. Das wären nun wieder Sachen, die für uns auch nicht so vollkommen uninteressant werden. Okay, aber wir schauen uns hier weiter um. Ich habe in der östlichen Ebene ein zurückgelassenes Versorgungspack gefunden. War irgendwas Gutes drin? Werkzeuge, ein bisschen gefrorener Nährstoffbrei, Bilder einer Familie. Jemand, den wir kennen? Leute von hier? Nein, sie sahen aus, als kämen sie von weiter östlich. Ich schätze mal, sie haben es nicht bis hierher geschafft. Tja. Haben wir einen Plan für die Höhle, die wir gefunden haben? Das seismologische Team soll sie vorher erkunden. Wir wollen schließlich keine Lawine auslösen, wenn wir da drin rumstochen. Ich glaube, jetzt haben wir das Zentrum der Basis gefunden, hier, der Forschungsbasis. Reden wir doch einfach mal mit den Menschen. Mal sehen, was es hier gibt. Hallo? Ich würde gerne mit den Leuten reden. Warum geht das manchmal nicht? Das ist sehr schrecklich. Also von ihrer Sorte habe ich hier noch nicht viele gesehen. Aber meine Freunde auf Aya haben mir viel über den Pathfinder erzählt. Nur Gutes, hoffe ich. Bisher schon. Ich sehe mir ihr Angebot gerne mal an. Ich habe jede Menge Vorräte. Yay. Okay, was gibt's denn hier? Angara-Panzerung habe ich sowieso, aber ist schön, dass man die hier auch nochmal kaufen kann. Ansonsten ein Haufen verwendbare Objekte, wie es aussieht. Verbrauchbare. Achso, aber mit dir reden können wir ja trotzdem noch, oder? Wollen Sie was kaufen? Läuft Ihr Geschäft hier draußen? Ich komme über die Runden. Der Trick ist nicht zu lange an einem Ort zu bleiben. Ich reise zwischen hier und Techix hin und her. Manchmal mache ich mich sogar auf ins Lager des Widerstands. Ist das nicht gefährlich mit den vielen Cat überall? Es war ein paar Mal ziemlich knapp, aber noch haben sie mich nicht erwischt. Die Sterne sind auf meiner Seite. Noch? Ich brauche im Moment nichts. Kommen Sie wieder, wenn Sie etwas brauchen. Es ist ja doch irgendwie ein Spiel mit dem Feuer, ne? Ich habe gehört, dass ein Alien hier rumschleicht. Das bin ich. Machen Sie keinen Ärger. Wir haben alle vom Widerstand eine Kampfausbildung erhalten und sind bereit zu sterben. Und versuchen Sie, unsere Datensonden nicht zu stören. Unsere Forschung ist wertvoll, auch wenn Sie das wahrscheinlich nicht erkennen. Sei nicht so pampig. Klar erkenne ich das. Worauf konzentriert sich Ihre Arbeit hier? Gletscherbewegungen, Seismologie, Klima, alles, was Aya von uns braucht. Die Ressourcen sind knapp, also verstehen unsere Wissenschaftler von allem ein bisschen. Dadurch sind wir auf alles vorbereitet. Oder halt auch auf nichts so richtig, ne? Ne, klar, erkenne ich das schon an, dass die Forschung wichtig ist, denn die Klimaforschung ist nicht bloß auf der Erde wichtig, sondern auch auf einem Planeten, der arschkalt ist, in dem man vielleicht wieder dazu bringen will, dass er irgendwann wieder Überlebensfähigkeit bietet, was momentan nicht der Fall ist, was früher aber mal der Fall war. Man muss ja herausfinden, was der Grund dafür ist und wie man das wieder umdrehen kann. Von daher, klar ist die Forschung wichtig. Haben Sie hier das Sagen? Forschungsleiter. Ich habe als Seismologe auf Aya gearbeitet, bevor ich mich freiwillig für Hijara gemeldet habe. Freiwillig? Wie wir alle. Aya ist schön, aber zu viel Grün wird irgendwann langweilig. Ich kann nicht für die anderen sprechen, aber ich bin wegen des Abenteuers hier. Bis jetzt hat Volt meine Erwartungen erfüllt. Es gibt immer einen neuen Berg zu vermessen. Also zu viel Grün wird irgendwann langweilig? Ja, aber dann würde ich nicht ins Eis gehen. Dann würde ich lieber in die Wüste gehen, ganz ehrlich. Also ewiges Eis wäre für mich so Horrorvorstellung aber irgendwo. Ich bin aber auch jemand, der es gerne warm hat und nicht kalt. Wie lange gibt es diese Station schon? Erst ein paar Jahre. Das hier war Kettgebiet, bis der Widerstand sie vertrieben hat. Wir haben große Ressourcenvorkommen entdeckt, die die Kette hier beschützt haben. Metalle, Mineralien, sogar eine neue Spezies. Ein essbarer Kaltwetterpilz. War das alles unter dem Eis verborgen? Das und mehr. Wir kratzen gerade erst an der Oberfläche. Ich komme wieder, wenn ich etwas benötige. Ich werde hier sein. So, wen haben wir denn sonst noch so zum Sprechen? Hier war doch noch irgendjemand, oder? Ach, das Terminal? Ja, okay. Du hier oben? Nicht so. Na gut, dann schauen wir uns mal das Terminal an. Yevara, übersetzt aus dem Shalash. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Noth. Die Fremden töten Yevara. Wir haben nicht die Mittel, um sie aufzuhalten.
Es sind doch nur so wenige übrig. Was ist, wenn das letzte Stück unserer lebenden Geschichte ausgelöscht wird? Wie sollen wir mit der Verantwortung leben, nichts getan zu haben? Ich glaube, ich muss sie aufhalten. Ich kann die Yavara nicht so leiden lassen. Ich lasse ihr Lied nicht verstummen. Feldbericht, übersetzt aus dem Slash, North. Wir haben den Berggipfel erreicht, auf den sie ein Auge geworfen hatten. Sie hatten recht, es ist eine Brutstätte für Irocs. Ich wünschte, sie könnten es sehen, North. Ich habe noch nie so viele junge Irocs an einem Ort gesehen. Sie scheinen ihre Jungen als Gemeinschaft großzuziehen. Kein Biologe hat so ein Verhalten je beobachtet. Was wir heute sehen, könnte die Irock-Forschung über Jahre hinweg verändern. Ich weiß nicht, woher sie wussten, dass wir das hier vorfinden, aber ihre Instinkte waren wieder einmal unfehlbar. Ich kann es kaum erwarten, ihnen die Holo-Bilder zu zeigen. Okay, viel Forschung also. Und ein paar Informationen für uns und ein paar Hinweise, dass die Cat hier auch ihre Finger im Spiel haben, was nicht sonderlich gut ist. Sind ja eigentlich Scheiben drin? Nö. Oh, hier drüben ist noch was. Halt! Hier war doch gerade was. Oder habe ich mir das eingebildet? Ich glaube, das habe ich mir mal wieder eingebildet. Ja. So, schauen wir uns noch kurz die kleinen Ecken an hier. Wir plündern mal wieder alles. Die Leute brauchen es doch nicht, nicht wahr? Warum solltet ihr schon Vorräte brauchen? So, in einer Forschungsstation mitten im ewigen Eis. Ach, braucht kein Mensch. Und ein Angaraner schon recht nicht. Erst recht nicht. So, ich würde aber sagen, an der Stelle werde ich dann auch mal die Aufnahmesession beenden. So viel Action hat es jetzt nicht gegeben. Ein bisschen schon, jetzt zum Ende hin. Aber zumindest haben wir eine neue Spezies kennengelernt. Und ich muss sagen, die Angara finde ich echt interessant. Und wir haben einen neuen Planeten betreten. Das ewige Eis hier auf jeden Fall wird es auch sehr spannend werden, glaube ich, da noch ein bisschen weiter zu arbeiten. Und es gibt gut was zu tun noch auf jeden Fall. Also wenn wir auf die Karte schauen, da sind noch so einige Marker, die wir abarbeiten müssen. Da wird sich schon noch so einiges tun beim nächsten Mal, glaube ich. Von daher, wir sind auch erst bei 6% Lebensfähigkeit. Also da werden wir auf jeden Fall noch viel Spaß beim nächsten Mal haben hier im Eis. Uah, ich mag es überhaupt nicht, in Eisregionen zu sein. Aber da müssen wir durch. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein und viel Spaß.